Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind in der Hauptstory nach wie vor, wandeln wir durch das Nichts, in das es uns nach der Schlacht von Adamar verschlagen hat. Mittlerweile haben wir die Göttliche oder einen Geist, der vorgibt, die Göttliche zu sein, getroffen, der uns gesagt hat, wir können diesem Nichts nur dann entrinnen, wenn wir unsere Erinnerungen an das, was an der Konklave passiert ist, wiedererlangen. Einen Erinnerungsfetzen hatten wir schon. Wir wissen nämlich jetzt, wie wir zu diesem Anker gekommen sind. Da haben die Wächter, die besessen waren, nicht beseelt, gell? besessen waren von Korypheus, beziehungsweise manipuliert wurden, die haben ein Ritual an der Göttlichen durchgeführt. Aaron kam aus irgendeinem Grund dazu. Dann hat die Göttliche dem Korypheus den Anker aus der Hand geschlagen. Er rollte auf Aaron zu, sie nahm ihn und seitdem hat sie ihn. Das ist der erste Erinnerungsfetzen, den wir gefunden haben, wissen aber noch nicht, wie es weitergeht. Wir wissen aber selbstverständlich, dass es nicht Andraste war, die uns oder die Aaron erschienen ist, sondern wie wir eigentlich von Anfang an vermuten oder seit wir den ersten Miniboss erschlagen haben, dass es die Göttliche war, weil da hatten wir ja die erste Vision. So, was haben wir jetzt da? Der Albtraum ist nur nicht mehr fern. Er weiß, dass ihr zu entkommen versucht. Und er wird mit jedem Augenblick stärker. Okay, so. Dann nehmen wir jetzt mal alle einen Trank. Da vorne ist nämlich wieder dankenswerterweise eine Kiste. Dann werden wir mal... So. Und ich habe den Bullen jetzt begrenzt. Wenn 8 Tränke da sind, hört er auf zu trinken, weil der säuft mir alles weg, der Kerl. Okay, da ist die Göttliche wieder. Wollen wir erst kämpfen und dann reden? Sind wir erstmal die Vorräte aus? Hätte ich vielleicht hinterher machen sollen. Naja, egal. Gut, dann sprechen wir mit der Göttlichen. Uns bleibt nur wenig Zeit. Fragt, was ihr fragen müsst. Gut, wir forschen nach. Wer seid ihr? Also könnt ihr mir sagen, wer, was ihr seid? Ich habe es euch bereits gesagt. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ja, aber seid ihr sie? Oder eine Art Überbleibsel von ihr im Nichts? Oder ein Geist, der sie nachahmt? Unsere Welt ist niemals so einfach. Was, wenn die Antwort nichts von alledem ist? Oder alles. Ich bin das, wozu der Erbauer mich gemacht hat. Die Frage ist eher, seid ihr das, wozu der Erbauer euch gemacht hat, Inquisitor? Warum ich? Falls ich auserwählt wurde, begreife ich einfach nicht, warum. Warum ich? Warum das alles? Ihr seid nicht die Erste, die derartige Fragen stellt. Ja, das stimmt. Hat Andraste etwa nicht gezweifelt, als ihr der Erbauer eine unlösbare Aufgabe übertrug? Hat sie sich nicht unwürdig gefühlt? Ihre Zweifel haben ihre Heldenhaftigkeit nicht geschmälert. Ich bin jetzt also eine Heldin? Noch nicht. Womöglich auch niemals. Es wird eure Entscheidung sein. Ihr habt meine Frage noch immer nicht beantwortet. Was seid ihr? Ich bin das, was ihr seht. Alle anderen Antworten ruhen in euch. Oh Mann, diese kryptischen Propheten immer. Warum helft ihr uns? Sagt mir, warum ihr hier seid. Wieso greift ihr ein? Nach Haven habe ich mich hier versteckt. Ich habe still zugesehen, gelernt, was ich konnte und nach einer Möglichkeit gesucht, um zu helfen. Und dann kamt ihr. Und was bedeutet das jetzt? Korypheus und der Albtraum fügen der Welt Unrecht zu. Ihr müsst sie aufhalten. Da bin ich doch schon dabei. Vielleicht ist es eure Bestimmung, sie aufzuhalten. Vielleicht ist das der Grund, warum ich hier bin. Ist es denn wirklich die Göttliche? Okay, erzählt mir von dem Anker. Was könnt ihr mir über dieses Mal auf meiner Hand erzählen? Ihr wisst bereits, wie es kommt, dass ihr das Mal auf eurer Hand tragt. Ja. Und was es ist? Nun, es ist sowohl die Nadel, die den Faden zieht, als auch der Schlüssel. Das verstehe ich nicht. Es ist die Nadel, die den Schleier durchdringt, wie kaum etwas anderes es kann. Ihr seid der Faden. Und es ist der Schlüssel, der eine Tür ins Nichts öffnet oder schließt. Es gestattet es euch, das Nichts körperlich zu betreten und dies zu überleben. Ohne das Mal muss Korypheus einen anderen Weg in die schwarze Stadt finden. Es ist jetzt ein Teil von euch und kann nicht entfernt werden, ohne dass dies euren Tod bedeutet. Das haben wir schon festgestellt. Erzählt mir von dem Albtraum. Ich wüsste gern mehr über den Albtraum. Er ist nicht einfach nur Angst. Er ist der Schrecken, an den ihr euch nicht erinnert. Das Grauen, das euer Verstand löscht, um euch zu schützen.
Wenn alte Erinnerungen die Hand eines Kriegsveteranen nicht länger zittern lassen, dann liegt das daran, dass der Albtraum sie ihm genommen hat. Die meisten Leute vergraben ihre Ängste. Das macht es dem Dämon leicht, die dunkelsten Bruchstücke zu rauben. Sie vergessen und er nährt sich. Corypheus hat ihm geholfen, zu einem Monster heranzuwachsen. Mensch, das wäre jetzt spannend gewesen, Cole dabei zu haben, kommt mir mal gerade so. Er hilft den Leuten, die schlimmsten Teile ihrer Ängste zu vergessen? Das klingt beinahe, als würde der Albtraum ihnen helfen. Vielleicht hat er das. Früher. Aber jetzt hilft er nur noch Corypheus. Seine Taten erzeugen noch mehr Angst und machen den Albtraum noch stärker. Ohnehin ist es niemals ein Akt der Freundlichkeit, anderen ihre Ängste zu rauben. Es ist bestenfalls ein Fehler, der aus Mitgefühl entsteht. Ohne Angst und Schmerz und Versagen können wir nichts lernen. Wir können nicht wachsen. Genau wie ihr nicht wachsen könnt, solange ihr nicht sämtliche Erinnerungen, die euch genommen wurden, zurückerlangt habt. Genau, erinnert ihr euch, was geschah? Ihr müsst doch wissen, was im Tempel der Heiligen Asche wirklich geschehen ist. Ebenso wie ihr. Die Antwort liegt in euren Erinnerungen, die an den Albtraum verloren gingen, als ihr das letzte Mal im Nichts wart. Ihr könntet es mir aber auch einfach erzählen. Würdet ihr meinen Worten Glauben schenken? Vertraut dem, was ihr gesehen habt. Also ist das alles nur ein Traum? Nur ein Teil des Nichts? Es ist nicht nur ein Traum. Die Gefühle der Sterblichen werden hier Realität. Ihre Hoffnungen, ihre Liebe und ihre Ängste. Was ihre Welt verändert, verändert auch diese. Und ihr hinterlasst Fußspuren, die in beiden Welten Berge versetzen. Setzt eure Schritte mit Bedacht, Inquisitor. Dieser Grund ist tückischer, als euch bewusst ist. Okay. Wir sollten weitergehen. Ja, dann werden wir jetzt erstmal kämpfen. Ne? So, göttliche, geh mal ein Stück aus dem Weg. So, was haben wir denn da? Da haben wir einen höheren Schatten. Ich finde ja diese Schemen so schrecklich. Also haue ich dem erstmal einen wohlgezielten Schuss entgegen. Dann haben wir nämlich auch gleich. So. Das könntest du den ganzen Tag machen, ich nicht. So, pass mal auf den Bullen auf, mein guter Dorian. Vielleicht muss ich Dorian diesbezüglich echt ein anderes Verhalten beibringen. Komm her. Du bist immun. Gut, dann kann ich mit dem Gift kann ich hier nicht viel werden, scheint mir. Wo sind noch mehr? Da drüben ist noch ein Schemen. Komm mal her, Schemen. Wohlgezielter Schuss. Jeppa. Und da ist noch was. Wo ist noch einer? Dann werden wir erstmal hier noch kommen. Du Schemen, du. Ich hasse die. Ich hasse die wie die Pest. So, dann gehen wir jetzt Erinnerungen klauben. Komm her. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Lauft weiter. Lauft weiter. Das war Aarons Stimme. Geht. Komm, hoch da, Aaron. So, das war die göttliche. Die Dämonen. Wo ist die nächste Erinnerung? Irgendwo muss doch noch eine sein. Nachforschen, das machen wir gleich. Jetzt holen wir erstmal die Erinnerungen. Wo ist die nächste Erinnerung? Irgendwo muss doch noch eine sein. Hier ist sie. Okay. Das ist die Bresche in Haven. So sind wir. Bin ich entkommen. Ach du Scheiße. Die Dämonen! Lauf weiter! Ah! Oh, nee. Ach, du Schande. Ihr wart es. Mhm.
Warum bist du nicht mit? Alle dachten, Andraste habe mich aus dem Nichts gesandt. Dabei war es die Göttliche. Mhm. Und dann seit... Dann starb sie. Ja. Dann ist diese Kreatur lediglich ein Geist. Ich denke, das war uns allen bewusst, Wächter. Ich bedauere, euch zu enttäuschen. Ach, Hawk. Okay, muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Was für ein Geist bist du? Hä? Ah, Lichtgestalt. Hallo. Wer bist denn du jetzt? Was für ein Geist bist du? Oder bist du Andraste? Oh Mann. Ja, genau. Seid ihr sie? Seid ihr statt zu sterben geblieben, um mir zu helfen? Wenn das die Geschichte ist, die ihr erzählen wollt, hättet ihr es schlechter treffen können. Eines wissen wir allerdings mit Sicherheit. Die sterbliche Göttliche ist im Tempel ums Leben gekommen. Und zwar dank der Grauen Wächter. Jetzt fangen die wieder an. Wie bereits sagte, standen die Grauen Wächter, die dieses Verbrechen zu verantworten haben, unter Koryphäus Kontrolle. Wir können das aber gerne weiter diskutieren, wenn wir wieder in Adamant sind. Ja, Adamant, wo sich die Inquisition einer von Wächtern beschworenen Dämonenarmee gegenüber sieht. Ihr wagt es, uns zu verurteilen? Ihr habt Kirkwall ins Chaos gestürzt und den Magieraufstand losgetreten. Um unschuldige Magier zu schützen. Keine Wahnsinnigen, berauscht von Blutmagie. Selbst ohne Koryphäus Einfluss gehen die Wächter zu weit. Sie müssen aufgehalten werden. Definitiv. Die Wächter stellen ein Risiko dar. Schickt sie fort, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Ich denke mal, wir sollten vielleicht nicht unbedingt die einzigen Kerle verurteilen, die wissen, wie man eine Verderbnis aufhält. Sie könnten noch immer nützlich sein. Was, wenn Koryphäus eine weitere Verderbnis heraufbeschwört? Man kann nie wissen. Irgendwie kann man eh keine Möglichkeit. Genau, beim Erbauer Schluss damit. Ja. Gütiger Erbauer, könntet ihr bitte beide still sein? Wir können uns streiten, sobald wir diesem riesigen Dämon der Angst entkommen sind. Ja, guck mich. Ja. Siehste? Dämon der Angst. Ja, da haben sich jetzt Ängste losgetreten. Oh, scheiße. Jetzt kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich stehe euch bei. Ja, danke. Das will ich doch wohl mal hoffen. Wo sind die denn jetzt alle? Kommen alle von vorne. Hat denn irgendjemand? Komm, wir schmeißen mal ein paar Bienchen. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ah, los geht's. Halt einfach rein, Aaron. Ich glaube ja nicht, dass ich mit meinem... Ah, der Bulle. Bulle, Bulle, Bulle. Hat irgend... Ah, er ist... Wunderbar. Der Dorian hat ihn geheilt. Beziehungsweise wiedererweckt. Wir sollten der Göttlichen folgen, was auch immer sie sein mag. Sie ist unser Weg hier raus. Ja, das sehe ich ähnlich. Ist es vielleicht doch Andraste? Oder ein vom Erbauer geschickter Dämon? Ich habe keine Ahnung, wer oder was dieses Wesen ist. Es ist natürlich nicht die Göttliche. Aber es... Das war auch diese Lichtgestalt, die wir ganz am Anfang gesehen haben. So, genau. Dann nehmen wir mal das Zeugs hier mit. Das wird wohl eine Weile dauern, bis wir hier raus sind. Ring des verbesserten Schattenmantels. Das wird was für einen... Nachforschen. Das wird etwas für einen Schurken sein. Der graue Wächter. Ich hatte mich den Wächtern angeschlossen, um ehrenhaft zu dienen. Keine Klinge konnte mir etwas anhaben. Keine Klaue meine Rüstung durchdringen. Dennoch war ich durch den Beitritt zum Tode verdammt. Allein in den tiefen Wegen, den Ruf in meinem Kopf, saß ich am letzten Lagerfeuer, das ich je sehen würde. Ich gestattete mir eine letzte Nacht des Schreckens und verfluchte das Schicksal, das mich hierher geführt hatte. Lasst es meine Wahl gewesen sein, zu dienen und zu sterben. Lass es Edelmut gewesen sein und nicht die grausame Hand des Schicksals. Vernichte meine Bestimmung und lass dies meine Entscheidung sein. Okay. Eine Runde rumgucken. Also nichts ist wirklich grandios gemacht im Vergleich zu den Vorgängern.
Da, was haben wir hier? Eine Tür. Ein Brief. Den nehmen wir natürlich auch mit. Definitiv. Brief in der Handschrift eines Kindes. Die Tür ist offen. Mutter hat gesagt, ich soll laufen. Sie sagte, die Dunkelblutbrut kommt. Sie wollte, dass ich gehe. Die Tür ist offen. Als ich ging, war sie geschlossen. Sie sagte, sie sei direkt hinter mir. Sie sagte, ich soll auf keinen Fall zurückkommen. Selbst am Tag sind die Lampen überall im Dorf entzündet, damit man durch den Rauch etwas sehen kann. Mutter sollte inzwischen schon hier sein. Aber die Tür ist offen. Ich werde drinnen nachsehen. Oh Mann. Tja, dann hat die dunkle Brut das Kind letztlich doch erwischt. Wo geht's lang? Wahrscheinlich darum, da sind wieder Feinde. So einfach ist es dann doch nicht. Lass uns mal hier. Wächter Strout. Ja. Wie fühlt es sich an, sein ganzes Leben den Wächtern zu verschreiben, nur um dann ihren Untergang ansehen zu müssen? Oder schlimmer noch, zu wissen, dass ihr derjenige seid, der für ihre Vernichtung verantwortlich war. Wenn die nächste Verderbnis kommt. Genau, so. Werden sie euren Namen dann verfluchen? Mit dem Segen des Erbauers werden wir dieser verdammten Bestie ein Ende bereiten. Los geht's, auf. Und noch einmal reinhalten. Jappa. So, dann haben wir alle. Und der Bulle ist diesmal am Leben geblieben. Das ist doch schön. Ja, jetzt plündern hier wir mal. Was waren denn das für Viecher? Komm ein bisschen näher, Aaron, und dann plündern. Tiefenlaurer, das waren Tiefenlaurer. Okay, ganz stinknormale Tiefenlaurer. Plündern. Alles mitnehmen. So, welche Richtung geht's? Irgendwo darüber? Da. Komm her, auf. Yes, Tarotkarte. Eine weitere Angst. 5 Ängste. 3 haben wir schon. Da drüben ist nichts mehr. Tarotkarte platzieren. Dann tun wir das. Und was nehmen wir? Einmal Stärke. Wunderbar. Sehr schön. Ich liebe das Nichts. Da wird man immer irgendwie ein bisschen auf den Weg gebracht. Und wenn das so grandios gemacht ist wie hier. Also Leute, es ist wirklich ein wunderschönes Spiel, ehrlich. Und die Synchronsprecher sind allesamt brillant. Absolut brillant. Also am besten finde ich hier Anke Reizenstein. Wie die denn weg hier unsere Inquisitorin spricht, das ist schon eine Show. Diese Szene, wo sie betrunken war, klasse. So, okay. Scheint hier nicht mehr viel zu geben. Ich bin ständig am Scannen, untersuchen. In rotem Lyrium geschriebenes Flüstern. Wir sind hier. Wir haben gewartet. Wir haben geschlafen. Wir sind entzweit. Wir sind verkrüppelt. Wir sind versucht. Wir dauern fort. Wir warten ab. Wir haben die Träume wieder gefunden. Wir werden erwachen. Mann. So. Denkt ihr, ihr könntet mich bekämpfen? Ich bin die Verkörperung all eurer Ängste. Ja, ich ja bin gut. Die verschleierte Hand von Korypheus persönlich. Diese Dämonenarmee, die ihr fürchtet, ich befehlige sie. Sie alle sind durch mich gebunden. Also muss ich dich erschlagen. Ah, wenn wir also euch verbannen, verbannen wir auch die Dämonen? Vielen Dank, Verkörperung all unserer Ängste. Oh. Da hat er sich verraten, hä? Ja, also ich werde Dorian jetzt sagen, dass er auf den Bullen aufpassen soll, nicht auf Cassandra. Weil das geht so nicht weiter mit dir, mein Freund. Ups, gut, okay. Dann werden wir dem Dorian jetzt mal kurz sagen, er soll auf den Bullen aufpassen. Mal gucken, vielleicht ist das auch vergebene Liebesmühe, aber beschütze bitte mal meinen Bullen. Ja, vielleicht geht's dann besser. Ne? Gut. Weil das geht ja auf keine Kuhhaut hier. So, wo geht's jetzt lang? Nach oben oder nach unten? Gute Frage. Gute Frage. Okay, wir gehen erstmal nach unten.
Da wartet die Göttliche. Da kann man wieder was untersuchen. Die Naturgesetze im Nichts. Es lässt sich leicht sagen, dass die Naturgesetze im Nichts nicht gelten. Doch auch wenn Reisen durch das Nichts für Magier häufig verwirrend sind, so ist es doch selten derart chaotisch, dass es sich nicht beschreiben ließe. Um genau zu sein, mag die Anordnung von Objekten zwar zufällig erscheinen, aber sie verhalten sich zumeist ebenso, wie wir es in der realen Welt erwarten würden. Ein Buch öffnet sich und zeigt Seiten, auch wenn diese häufig leer oder mit unsinnigen Wörtern gefüllt sind. Mit einer Feder und einem Tintenfass lässt sich etwas schreiben, auch wenn die Feder manchmal von alleine schreibt oder das Tintenfass niemals leer wird. Schwebende Gegenstände befinden sich außerdem zumeist in derselben Höhe, in der sie sich auch auf einem Objekt befinden würden, so dieses denn existierte. Kerzen beispielsweise schweben so in der Luft, als würden sie von einem unsichtbaren Kerzenhalter stecken. Warum aber werden die Gesetze des Erbauers zwar gebeugt, aber nicht gänzlich gebrochen? Warum verwandelt sich ein Buch nicht in einen Drachen oder explodiert eine Statue nicht in unzählige Energiesplittern? Ich denke, die Antwort findet sich in der Tatsache, dass die Gegenstände, die wir im Nichts sehen, zumeist von Sterblichen hergestellt wurden. Eine Statue ist etwas, das geschaffen wurde. Die sterblichen Hände, die sie schufen, gaben ihr einen Zweck und sie weiß, wofür sie bestimmt ist. Diejenigen Dinge, die sich gegen die Naturgesetze sperren, sind ironischerweise in sich selbst natürlicher. Gewaltige Steine zum Beispiel, die einfach in der Luft hängen. Keine Hand hat sie je berührt und kein sterblicher Geist hat sie zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Obwohl wir es wahrscheinlich nie erfahren werden, vermute ich, dass diese Steine nicht schweben würden, wenn Zwerge ebenfalls träumen und das Nichts mit ihren eigenen Vorstellungen formen könnten. Ja, okay. Also, die reale Welt und alles, was die Leute darin tun, formen auch das Nichts. Das ist die Botschaft. So. Okay, jetzt sind wir hier an dem Meer, oder? Da sind schon wieder Feinde. Schämen. Schämen, Schrecken. So, Bulle. Greif du bitte mal hier an. Du auch. Vergiftete Waffen wird hier bei den Schämen nicht viel nützen. Ja, mal einen Buff. Oh. Ich hasse diese Schämen. Ich hasse diese Schämen, wirklich. Also, so, komm her. Und dann... Komm. Ja, steht mir bei, genau. Diese Schämen sind böse. Na, geht's jetzt besser mit dem Bullen, wenn er... Jappa, komm schon. Gleich haben wir dich. Jappa. Komm. Ja. Na, ein bisschen besser scheint es zu gehen, wenn Dorian den Bullen schützt. Okay, mein Gott, ist das ein Gebiet riesig. Feraldischer Spielzeugsoldat. Oh Mann. Notiz in einer Flasche. Was soll das Wasser? Versuchen die etwa mich mit meiner tiefsitzenden Angst vor nassen Füßen zu treffen? Sieht fast so aus, ne? Es ist unklar, ob das Wasser hier eine Manifestation des Nichts ist oder echtes Wasser, das durch einen der Risse möglicherweise jenen im Kammwald eingedrungen ist. Ah. Schau an. Was heißt das jetzt? Kann man mit dem Boot fahren? Sieht nicht so aus. Ja, die beiden Welten durchwirken sich, das kann man nicht anders sagen, definitiv. So. Ich scanne hier mal in einem fort, irgendwann wird es schon klingeln. Wisst ihr, sage ich doch. Und was für einen Ring kriegen wir jetzt? Nein, einen rivanischen Spielzeugsoldaten. Okay, so. Hm. Aber da irgendwo ist die Göttliche, beziehungsweise die Manifestation der Göttlichen. Ist das denn schon alles hier unten? Nein, da ist ein Spiegel. Haben wir denn vielleicht auch noch irgendwelche Ängste hier? Ich glaube nicht. Komm, untersuchen. Hm, Stärke plus 1. Stärke kann nicht schaden. Okay. Dann war das hier unten wohl doch bloß ein Umweg und da hat es jetzt wieder Träumerängste und natürlich Feinde.
ein höherer Schatten. Scheiße, jetzt hat er sich da versteckt hier. Komm her. So. Solange keine Schemen da sind, finde ich es immer nicht so schlimm. Warte mal, da drüben steht auch noch einer. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen mit dem beschäftigen. Hawk, würdest du schießen? So ein bisschen zumindest. Komm her, dann machen wir erstmal dich fertig. Du bist hier in der Nähe. Jawohl, genauso den nächsten. Da ist der nächste. Greif an. Greif an und... Oh, schon fertig. Oh, da sind noch mehr Feinde. Ja, dann. Hawk hat ihn gesehen. Oh, wir stehen ein bisschen ungeschickt. Ah, schau mal an, was wir da hinten noch haben. Dämon der Verzweiflung, die mag ich auch nicht. Mit ihrem blöden Feuer. Ja, also ich glaube, dass der gute Bulle besser dran ist, wenn er von Dorian geschützt wird. Gut zu wissen. Hätte ich vielleicht eher dran denken sollen. Komm, 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 da ist er noch. Der Dämon ist noch da. Nicht aufhören zu kämpfen, Kinder. So. Okay. So, dann gucken wir uns mal um. Kann ich eigentlich in dieses Wasser laufen? Wahrscheinlich ertrinke ich dann wieder. Komm, hüpf. Würdest du bitte hüpfen? Ja, danke schön. Da. Es würde mich interessieren, ob man dieses Wasser laufen kann. Gürtel der Elektrizitätsresistenz. Das ist nicht schlecht. Wäre besser, wenn es ein verbesserter Gürtel der Elektrizitätsdings da wäre. Resistenz. Schweres Wort. Nachforschen. Die Ängste der Träumer. Die Scholarin. Als die dunkle Brut noch jung war, als die Magister sie durch ihre Sünde gerade erst in unsere Welt gebracht hatten, war ich eine der ersten, die sich graue Wächter nannten und schworen, die Verderbnis, die unsere Welt bedrohte, ein Ende zu machen. Wir hatten gesehen, wie der Erzdämon durch die Angriffe Sterblicher starb, nur um sich dann im Körper eines seiner Diener wieder zu erheben. Er konnte nicht sterben. Ich suchte vergebens nach einer Möglichkeit, die Bestie zu töten und meine Welt zu retten. Ich schlief in Angst, ohne eine Lösung und wusste nur, dass die Verderbnis, die die Magister über uns gebracht hatten, alles vernichten würde, weil ich es nicht retten konnte. Zeig mir, was getan werden muss, um den Erzdämon zu erschlagen. Zeig mir, was ich brauche, um meine Welt zu retten. Ja, letztlich haben es die grauen Wächter dann herausgefunden. Eine Mischung aus Lyrium, Blut der dunklen Brut, ein Tropfen Blut des Erzdämons und was sonst noch in dem Trank ist, den die Wächter zu sich nehmen, führt dazu, dass die Wächter den Erzdämon in sich aufnehmen im Augenblick des Erschlagens. Also mit anderen Worten, die haben schon gefunden, wie man es macht. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit weg, ne? Mal wieder. So, komm schon. Die mögen auch nicht vergiftet werden. Halt, was ist denn das hier? Tiefenlaurer oder was? Ja, ja. Böse Tiefenlaurer, die sehen hier aber besonders hässlich aus, finde ich. So. Bulle, halt durch, genau. Du schaffst es, mein Freund. So. Plündern. Tiefenlaurerleder. Wir nehmen es mit, kann nicht schaden. Ne, weil so stirbt der Erzdämon. Er muss von einem Wächter erschlagen werden, was dann zur Folge hat, dass der Wächter die Essenz des Erzdämons in sich aufnimmt und ebenfalls stirbt. Und das wird durch diesen Trank oder dieses Ritual, in dem wurde den Trank trinken, bewerkstelligt. So, jetzt ist die Frage, wo ist meine nächste Angst? Der Dame müssen wir doch irgendwas Gutes tun. Da muss doch noch irgendwo was sein. Was ist denn das hier? Das sieht mir aus wie ein... Ah, siehst du, da ist es irgendwo. Oh, Cassandra, die Hilflosigkeit. Oh, na. So, jetzt nehmen wir das Fläschchen Blut der dunklen Brut. Genau. So, Varric wurde von... wie seine Eltern. Jetzt schauen wir uns mal diese... Oh, Cassandra, Hilflosigkeit. Sind das eure Ängste? Dorian, Versuchung. Sarah, nichts. Da kann man allerdings nichts anklicken. Okay. Solas, einsamer Tod. Das sind eure Ängste? Eure Unzulänglichkeiten?
Varric wurde wie seine Eltern, was er bestimmt nie wollte. Vivienne Angst vor Unwichtigkeit. Ja, das stimmt, das glaube ich gerne. Der eiserne Bulle hat Angst vor Wahnsinn, auch das glaube ich. Blackwall, er selbst? Wo ist Aaron? Cole, Verzweiflung. Ja, und von Aaron nix? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Was ich ja wirklich ein bisschen schade finde, ist, dass Aaron nicht auf den Tod ihres Clans reagiert hat oder der Ausrottung ihres Clans. Das hätte ich eigentlich erwartet, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt bringen wir dieser Wächterin ein Fläschchen Blut der dunklen Brut. Und dann haben wir einmal Klugheit. Wunderbar. So, okay, dann geht's hier jetzt hoch. Müssen mal kurz gucken, warte. Da ist die göttliche. Halt, warte mal, auf der anderen Seite konnten wir doch auch noch irgendwo hoch, gell? Jetzt gucken wir uns aber erstmal um hier kurz. Ah, da können wir uns alle laben. Wunderbar, dann laben wir uns alle mal eine Runde. Bitte du auch mal einen Bulle und dann schießen wir vielleicht erstmal. So. Da sind nämlich wieder böse Viecher. Schmackes. Komm her. Wie viel seid ihr? Hallo? Komm, auf. Jappa. Da ist noch irgendwo einer. Oh, was haben wir denn da? Ah, ihr Bösen. Ich kann euch nicht leiden, ehrlich. Ja, ne? So, dafür lohnt sich's eine Runde. Geh einfach ein bisschen aus dem Weg, Jolina, dann wird das schon. Bulle, du kommst zu spät. Oh, was haben wir denn hier? Oh, hallo. Bulle, nimm bitte was zum Trinken. Ich brauche dich jetzt. So, dann schmeißen wir den mal. Wo kommt denn der jetzt her hier? Oh Mann, und wir spielen's auf schwer. Scheiße. So, dann machen wir mal auf. Komm, und weiter. Wo kommt denn der her zum Kuckuck? Und Gift, das sollte, glaube ich, was bringen. Ja, siehst du? Giftmager nicht, der Gute. Ah, wir kriegen ihn ja völlig easy fertig hier. Jeppa. Oh. Mensch. Wo kommst denn du jetzt wieder her? Bin ich wieder in der Konsole? Komm, und weiter schlagen. Meine Güte. Gut, das macht wirklich Sinn. Und da ist noch ein Dämon. Was bist du, ein höherer Schatten? Ich dachte schon, du bist ein arkaner Schrecken. Hätte ja auch sein können. So, vergiftete Waffen. So, komm, auf. Heide Witzka aber auch. Hier geht's zu. Dann nochmal einer. Komm, wir machen wieder einen... Ah, verflixt. Komm. Wir wollen also noch schämen. Ich glaube, ich spinne. Heide Witzka aber auch. Mann. Bulle, nicht zu mir rennen. So. Okay, dann würde ich vorschlagen... Oh, da geht's hoch. Da geht's also auf beiden Seiten hoch. Dann denke ich, dass wir erstmal da hochlaufen. Vielleicht laden wir uns alle auf. So. Komm her. Mächtige Blitzessenz. Haben wir sonst noch was hier? Ja, das ist das Vorratslager. Aber wir gucken erstmal nach da oben, was wir da haben. Weil wenn da wieder Feinde sind, ist es vielleicht besser, wenn wir unser Vorratslager... Ich nehme, macht es immer ein bisschen früh. Da drüben ist auch noch was. Ja, sieht nicht so aus, als sei da noch was. Oh, da hinten ist irgendwo ein Feind. Da. Ah. Komm her. Wieder irgendein Tiefenlaurer oder irgendeine Spinne. Gut, okay. Oh, scheiße. Seht ihr, was ich sehe? Da sind zwei...
Der ist ja mal riesig. Das kannst du allerdings sagen. So, dann passt mal auf. Und davon haben wir zwei vergiftete Waffen. Ja, Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Kein Wunder, stehen da unten. Zwei derer, zwei. Verdammt ich aber auch. Bulle, pass schön auf. Dorian, pass mir auf meinen Bullen auf. Ich sag's dir. So, hat denn irgendjemand Bienen? Bulle hat Bienen. Bulle. Gib dem mal Bienen. Hat sonst noch jemand Bienen? Oh, verlangsamt. Okay. Standardangriff. Vergiften. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Spring weg. Epa, komm schon. Okay, wir kriegen dich. Komm schon, der Bulle, der kann keinen Trank mehr nehmen. Ich habe ihn auf 8 begrenzt. Aber das scheint nicht allzu viel auszumachen. So, da sind sie ja schon alle tot. Hallo? Ja, ne? Da kann man nicht meckern. Ha? Die sind auf schwer auch nicht schwerer als auf normal. Wenn ich das mal so sagen darf. So, dann plündern wir hier mal. Mächtige Blitzessenz. Können wir vielleicht irgendwann mal eine Rune des Blitzes machen? Wenn wir das Rezept finden. Nachforschen. Die Ängste der Träumer. Das Kind. Haven ist verbrannt. Mama weint, wenn ich nicht hinsehe. In den Bergen ist es kalt und meine Füße tun weh. Aber Mama sagt, ich soll mich nicht beklagen. Andere seien noch schlimmer dran. Sie sagt, ein Monster namens Korypheus sei nach Haven gekommen und nur der Segen des Erbauers habe uns entkommen lassen. Ich fühle mich nicht gesegnet. Die Monster kommen jede Nacht, wenn ich schlafe, und ich will Mama nicht aufwecken, indem ich wieder weine. Ich vermisse Sir Schnaubi. Sir Schnaubi hat die Monster in meinen Träumen immer ferngehalten. Wer ist denn Sir Schnaubi? Sir Schnaubi? Wer immer Sir Schnaubi ist? Ah, eingravierte Worte. Gibt's was zu lesen? In Stein und Blut geätzte Erinnerungen. Ich habe heute Morgen die erwarteten Opfergaben dargebracht, aber die Götter blieben stumm. Die Priester haben Angst, ganz Tevinter hat Angst. Die Götter haben unser Volk seit Jahrhunderten geleitet und nun sind sie verstummt. Sind wir in dieser Welt etwa ganz allein und nicht besser als die Wilden im Süden, die Geister um Beistand und Führung anflehen? Und was sind das für merkwürdige Kreaturen, die wie unsere Freunde, die Zwerge, aus den Tiefen der Welt kommen? Diese Brut der Dunkelheit bringt eine Seuche mit sich. Warum beschützen uns unsere Götter nicht davor? Jetzt bebt die Erde. Die Statue reißt meine Hand auf, als ich gegen sie stürze. Ein gewaltiges Brüllen ist zu hören. Es lässt den Tempelmarkt erbeben und ich sehe den Schemen, der über den Himmel zieht. Es ist ein Drache. Nein, es ist Dumas. Ich habe die Opfergaben so oft dargebracht. Seine Gestalt ist mir ebenso vertraut wie meine eigene Hand. Er ist in seiner Herrlichkeit zu uns zurückgekehrt, um diese dunkle Brut zu vernichten, die uns bedroht, und Tevinter wieder in ein Zeitalter des Ruhms und der Wunder zu führen. Doch nein, seine Schuppen sind krank und fleckig, seine Gestalt ist verzerrt und verderbt wie die dunkle Brut selbst. Er öffnet seinen gewaltigen Rachen und ein Feuerschwall setzt den Markt in Brand. Die Flammen rasen auf mich zu. Was haben wir falsch gemacht? Erinnerungen, die irgendwie in dem Blut auf einer alten Tevinter-Statue bewahrt wurden. Ja, das war die erste Verderbnis. Die dunkle Brut hat als ersten Erzdämon den Dumas ausgegraben und der hat sich dann erhoben und Tevinter angegriffen. Ihr Lieben, ich denke, für heute soll es das gewesen sein. Wir werden noch eine dritte Folge durch das Nichts wandeln. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis morgen dann. Tschüss!